Hallo. Aber mein Verein ist Bayern München, nicht Hannover. Das ist keine schöne Wetter, finde ich. Also das ist für mich scheiße Wetter. Also. Aber es macht nichts. Man kann sich ja warm anziehen. Die Sonne scheint, dann ist man gleich ein ganz anderer Mensch. Ich komme aus Tunesien. Das ist tausendmal besser. Wir suchen gerade einen Friseursalon. Wir wollten unsere Augenbrauen zupfen. Ja, ich treibe auch Sport. Ich gehe joggen ab und zu mal. Ich bin Bauchtänzerin. Ja, ganz gut, ja. Soll ich für Sie tanzen? Nö, also wir wollen vielleicht einen Rock kaufen. Nee, also ich kenne das nicht. Wir gucken noch so ein bisschen, ne? Also ich kenne das schon, aber hier vor der Öffentlichkeit. Ne? Okay. Ja, also meine Eltern sind in Türkei geboren, aber ich bin hier in Deutschland geboren. Wie oft habt ihr unsere Sendung gesehen? Sehr oft, wir verfolgen das öfters. Ne? Und das ist sehr schön. Ja, das ist echt super, auch so für meinen Geschmack und so. Ne? Ich meine, müsst ihr mal einfach reinschauen und öfters verfolgen, dann wird ihr schon sehen. Das ist echt super, die Sendung. Ne? Okay. Ja. Ja, so, das ist voll die super Sendung, HanTV, ne? Und kann man auch im Internet finden, auf hantv.de. Ist total klasse und super. Und guck mal rein da. Was macht ihr? Fußball spielen. Ja, ich auch. Wie oft? Zweimal die Woche. Ja, immer mit ihm. Bei dem Wetter, was soll ich denn sagen? Da fühlt man sich wohl. Für meine Gesundheit nicht viel. Ist ja gut gefüllt. Ich denke mal, 8 Kilo wäre schon ganz schön, wenn die weg wären. Aber Jägerschnitzel, das esse ich gerne. Wenn man an die 60 ist, dann muss man ein bisschen an die Gesundheit denken. Ich grüße meine Verwandtschaft und meine Familie und alles Gute auch für andere Leute, nicht für eigene Leute, für andere Leute auch. Ich mache immer Sport, ja. Dreimal die Woche. Schwimmen oder Fahrradfahren? Oder? Walken und Gymnastik. Einmal in der Woche. Tanzen? Ja. Gesund ernähren, ja. Alles, was so gesund ist für uns. Salat, Gemüse. Frisches Gemüse. Naja. Also ich schon. Obst. Okay, zwischendurch auch mal Fastfood, aber im Großen und Ganzen schon, würde ich sagen, relativ gesund. Wir rauchen nicht, trinken keinen Kaffee. Also ich gehe schwimmen. Nein, schwimmen gehe ich aber auch wirklich. Ja. Das ist wirklich regelmäßig. Schwimmen. Aber nicht kontinuierlich, nicht immer. Ja. Und tanzen. Das ist nicht mein Freund, aber er kommt aus Amerika, ja. Möchtest du mal vorstellen? Chacho, das ist Chacho. Hello. Ah. You are from USA? Yes. San Diego. How are you? Good. Very good. No. Was ich gerne esse? Das sollte man jetzt nicht sagen. Alles außer Fleisch. Yeah.
Ja, ich gehe spazieren oder treffe mich mit Freunden zum Kaffee trinken. Ja. Herrlich, versuchen wir zu genießen. Ach, ich finde, heute geht's eigentlich von der Temperatur her. Doch. Jeden Tag morgens um 6, zwischen 6 und 7 Uhr schwimmen gehen. Jeden Tag? Jeden Tag, wenn es möglich ist. Ich gehe nebenbei auch zum Sport und bei so schönem Wetter kann man auch gerne mal um Masche gehen, also ein bisschen was für seine Figur tun. Fahrradfahren ja auch, auf jeden Fall. Also in so einem Wetter mit dem Auto fahren ist ja unschön. Also auf jeden Fall viel trinken, das ist ganz wichtig. Obst und Gemüse. Also es ist wichtig, eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Fett gehört sicherlich auch dazu, aber im Maße. Und man sollte schon auf die Fettqualität auch achten. Also Olivenöl oder Rapsöl verwenden. Und viel Wasser trinken. Wie oft man schwimmt? So einmal in der Woche müsste man schon ein wenig Bewegung machen. Das ist gesund, ja. Ja, ich grüße hiermit ganz lieb meine Freundin Vanessa. Ich bin froh, dass ich sie habe und wünsche ihr alles Liebe. Ich habe Besuch. Ich wollte ihm diese wunderschöne Stadt zeigen. Ja, wunderschönes Wetter in Hannover. Man kann super shoppen gehen, man kann am Kröpke spazieren gehen, man kann in die Herrenhäuser Gärten ein Eis sich genehmigen. Also wenn, dann gehe ich gerne viel spazieren. Das ist schon Sport genug für mich. Ich arbeite im Augenblick, ich gehe was zu holen. Also ich finde das Hand-TV sehr gut und sehr informativ. Ja, ich bin nicht richtig gesund, aber ich sag mir, Gott sei mir Dank, dass ich noch lebe. Sagen wir mal so. Haben Sie Probleme mit Ihrem Gewicht? Mit was? Haben Sie Probleme mit Ihrem Gewicht? Mit meinem Gewicht? Nee, habe ich keine Probleme. Ich bin zufrieden mit meinem Gewicht und so alles. Fahren Sie Fahrrad oder machen Sie Sport, Schwimmen? Was machen Sie bei dem Wetter? Bei dem Wetter, ja, meistens laufen. Laufen, also Wälder laufen ungefähr so. Moment, Sie laufen im Wald? Ja, ich laufe manchmal im Wald und schwimme und so. Schwimmen und so. Und als hobbymäßig mache ich meine Musik. Musik ist mein Talent und meine alles sozusagen. Ohne Musik kann ich nicht leben. Haben Sie Talent zum Tanzen? Alle Talent zum Tanzen? Ja, Talent zum Tanzen, ja natürlich, aber auch zirkisch natürlich. Möchten Sie hier kurz was vorführen? Ja, was soll ich denn vorführen? Ja, was soll ich denn machen? Ich weiß nicht. Dann machen wir mal so. Alles klar. Ja, ein bisschen einkaufen. Was? Zwei Personen gehen wir ein bisschen einkaufen. Also man versucht schon, was man machen kann. Wie ich gesagt habe, zum Beispiel, ich arbeite viel. Dann versuche ich ein, zwei Mal die Woche zum Fitnessstudio zu gehen oder mit Freunden zum Schwimmen zu gehen. Ja, Sport. Oder manchmal mit der Freundin joggen gehen am Maschsee. Ja, natürlich. Hier ist es schön angenehm. Also könnte eigentlich immer so sein. Nicht immer nur kalt und trüb. Und die Leute sind dann scheiß drauf. Schönes Wetter und bei so einem Wetter sind auch die Leute besser drauf. Thank you.